Hallo, ich bin Jurassica Parker und ich bin heute hier mit meiner Tochter Jackie O. Weinhaus. Wir spielen Quiz Weinhaus und zwar, was spielen wir? Ein 80er-Jahre-Quiz. Da warst du ja noch gar nicht geboren eigentlich. Nee, aber ich war auch als Langzeitembryo in dem Uterus bereits sehr dienstbeflissen und habe ganz viele Zeitungen gelesen. Vielleicht weiß ich ein bisschen was. Okay. Wofür steht Fukuhila? Vorne kurz, hinten lang. Ja. Das ist Andrew Agassi, oder? Oh mein Gott! Alter, die Haare gehen gar nicht. Oh, das ist wow. Ja Horror. Welcher Künstler heißt mit bürgerlichem Namen William Michael Albert Broad? Ich habe keine Ahnung. Was sind das für Idiotenfragen? Habe ich noch nie gehört. Das nächste Mal machen wir das Boyband-Quiz, echt. Lass uns einfach mal mutmaßen. W-M-A-B. Wmap. Wham? Billy Idol. Ja, sag ich doch. Ja. Wer spielte die Hauptrolle im 80er-Klassiker La Boom, die Fete? Ich weiß, dass da irgendeine hatte da irgendwie ihren Karrierestart. Sophie Massot. Sag mal, woher weißt denn du das? I'm smart, I'm sexy and I'm good in the kitchen. Die interessiert mich überhaupt nicht. Wer spielte in Dirty Dancing neben Patrick Swayze die Hauptrolle? Baby! Ja, nee, das ist die mit der Nase. Jennifer Grey! Das ist die mit der Nase, sag ich doch. Die sieht aus wie Herr Bödefeld von der Sesamstraße oder dem Muppet. Da hast du recht. Herr von Bödefeld. Die hat ja auch danach eigentlich gar nichts mehr gespielt. Die wurde dann Melonenhändlerin. Wie hieß die Debütsingle von Modern Talking? Ich war zuerst jetzt mal. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Das war mein Holzpflock. Das hat sich gerade angehört wie so ein Donnergroll. Ja, wirklich. You're My Heart, You're My Soul war auf jeden Fall die erste Single von Modern Talking. Hast du den Buzzer kaputt gemacht? Nee, das hat davor schon geklappert. You're my heart, you're my soul. Jetzt die Kopfstimme. Wie heißt die Kultserie, in der es um einen Außerirdischen vom Planeten Melmac geht? Alf! Außerirdische Lebensform. Welche rhythmische Sportart war in den 80ern populär? Step Aerobic. Wirklich? Oh, Step Aerobic. Jane Fonda, die war doch große Fitness-Ikone. Wie war der Spitzname von 80er Superstar Bruce Springsteen? Huh? Bruce Springsteen, der ist doch bekannt als so der Sänger des Volkes. The Boss. Auch ein bisschen geil sieht er aus, ne? Nein, ich finde, er sieht aus wie Peter Maffay, ehrlich gesagt, auf dem Bild. Nee, guck mal, also, die Oberarme ist so sexy. Muss man mal nackt sehen, also ganz ehrlich. In welchem Jahr sang Kim Wilde ihren Hit You Came? Also wenn es ein 80er-Quiz ist, dann 1984. Oh, das Foto ist aber toll. Guck mal, sieht das aus ist wie große du. Travestie. Was die halt damals für Haare hatten im 80er. Gar keine irgendwie. Da denke ich mir immer so, gab es da noch keine Spülungen oder Pflegeprodukte? Es gab halt ganz tolle Pflegeprodukte, die Haare extra kaputt gemacht haben, damit sie so aussehen konnten. Er war ab 1982 für 16 Jahre Bundeskanzler. Helmut Kohl. Ich war vielleicht zuerst am Hauen dran. Nein, wer war zuerst? Die Weihnachts war Jacqueline, zuerst. Helmut Kohl. Und Hannelore Kohl hatte Sonnenallergie. Ich glaube, mit dem Bundeskanzler verheiratet zu sein, ist halt auch kein leichtes Zuckerschlecken. Ich habe mal eine Doku über die geguckt. Das Leben von ihr, ihren Kindern und von der ganzen restlichen Familie ging immer nur um Helmut und seinen pfälzischen Sauerbraten. Saumagen. Saumagen. Wie hieß der meistverkaufte Heimcomputer, welcher 1982 vorgestellt wurde? Ich würde jetzt mal sagen, das war Mac? Macintosh. PC. Nee, das hieß Windows. Anders. Das hat einen anderen Namen. Scheiße. Das heißt Barbie? Commodore 64. Sag ich doch, verdammt. Gegen wen scheiterte die Fußballnationalmannschaft der BRD bei der EM 1988? Entschuldigung, nee, du musst erst zu Ende reden. Madonna. Also ganz ehrlich, ihr ladet hier zwei Transvestiten ein und dann kommt eine Fußballfrage. Wie hieß die neue deutschsprachige Musikrichtung in den 80ern? Neue Deutsche Welle. Wir waren beide gleichzeitig. Ist ja auch scheißegal. Es geht dabei, um darum zu sein. Dabei ist alles. In welchem Film heißt der Protagonist Marty McFly? Zurück in die Zukunft. Hey McFly! Hallo! Von Gütiger! Er war von 1981 bis 1989 US-Präsident. Ronald Reagan. Der war Schauspieler. Das ist aber auch Satansename, oder? Wie hieß seine Frau nochmal? Nancy Reagan. Ich habe gehört, die waren eigentlich ständig nur aufs... Aus welchem Film stammt der Song I'll Be Tired? Rocky? Drei. Das war trotzdem richtig, oder? Habe ich einen Punkt? Es gibt so einen ganz tollen Film aus den 70ern, da spielt Al Pacino einen verdeckten Ermittler in der Schwulenszene in New York und geht so in ja, mit so Poppers und Leder Sylvester in so Dark Stallone. Und so. Wer hat den Song Tainted Love gesungen?
Der heißt Mark Almond von Softcell. Also wenn ihr jetzt mal hinguckt, sehr verehrte Zusehende, Mark Mandel sieht aus wie ein hässliches Mädchen. Jetzt habe ich ja tatsächlich auch noch gewonnen. Mag man gar nicht meinen, wenn man das sieht, aber ich bin trotzdem schlauer als die. Aber ganz knapp hast du gewonnen. Mir scheißegal, ich habe gewonnen. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann geht auf jurassicaparker.com, da findet ihr alles von mir. Falls ihr auch Weinhausmangel habt, dann geht ihr mal im Internet und sucht mich. Ihr findet da nämlich viele tolle Sachen von, mit, über und unter mir.